So, mal gucken, was ich jetzt mich dort erwartet. Bei diesen netten Herren hier. Das muss schnell erledigt werden. Ist denn niemand der Sache gewachsen? Du, dieses Abzeichen. Bist du ein Mann von Ehre? Es gibt nur noch so wenige. Ich bin ein Magi. Ich löse Probleme. Gut, ich habe eins. Ein höchst wertvoller Schatz muss heute noch überbracht werden. Du wirst gut bezahlt werden für diese Arbeit. Hier sind einige Drachmen als Vorschuss. Diese Stadt ist sehr viel teurer, als ich gewohnt bin. Gut, abgemacht. Folge mir. Das, worum ich dich bitte, ist von höchster Wichtigkeit. Ja, natürlich. Das Händlerleben ist nicht einfach, das kann ich dir versichern. Tigerfelle oder Statuen zu transportieren, ist ein hartes Brot. Mhm. Ach, diese Arbeiter. Die sind nie da, wo sie sein sollen. Nun, wie ich sagte, es muss schnell gehen. Oh, und weiche nicht von deiner Aufgabe ab. Kein Stück. Ich würde es erfahren. Mehr als das ist mir nach der Flut nicht geblieben. Du hängst anscheinend sehr an deiner Fracht. Ich schwöre beim Grab ihrer Mutter, die Götter schickten sie, um Alexandria zu verbessern. Sie? Ich habe deinen Leibwächter, Kara. Ich wünsche keine Wiederholung wie beim letzten Mal, Tochter. Warte, das ist nicht das, worum du mich Magi, ich überschütte dich mit Drachmen, solange sie sicher ist. Und Kara, vergiss nicht den Empfang heute Abend. Du wirst bereit sein. Natürlich, Vater. Das möchte ich nicht verpassen. Ich bin so glücklich, dass du mir zu Hilfe kommst, Magi. Du bist schnell wieder zu Hause. Keine Sorge. Oh, natürlich. Danke, mein Bulle. Du siehst aus wie Herakles. Vielleicht nenne ich dich meinen Herakles. Ja, und nu? Ja, das ist ja mal, warte mal, sehr gut. Oh, warte mal. Moment. Wenn das so geht, kann ich das ja auch so machen, ne? Arsenal an Kibotos. Änderung, Herakles. Wer? Da. Schon gut. Kind, ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich gehe nicht. Kennst du eigentlich die Priester hier? Langweilig. Nein, ich muss auf den zentralen Markt. Ich habe von neuen persischen Stoffen gehört. Ich brauche sie. Sonst was? Sonst schrei ich. Dann kommen die Soldaten. Und dann, nun, selbst wenn du überlebst, wird Vater sehr erzürnt sein. Anubis soll diese Stadt holen. Bist du Sachmit in Verkleidung? Ist das eine Prüfung? Wie war das? Ach, nichts. Gut, zuerst holen wir mein Pferd. Sie wird furchtbar behandelt, wenn ich nicht in der Nähe bin. Man sollte meinen, jemand würde das Wasser reinigen. Oh. Herrlich. Ich liebe diesen Teil der Stadt einfach. So rustikal. Man kann es förmlich riechen. Sie leben ein wahrlich einfaches Leben hier. Pegasus kann es einfach nicht erwarten, mich wiederzusehen. Kopf hochladen. Junge Dame, wie schön, euch wiederzusehen. Wir ließen sie neu beschlagen, wie gewünscht. Na also, war das so schwierig? Wo ist meine Bezahlung? Ich sollte dich nur nach Hause bringen, nicht für dein Pferd bezahlen. Ich bin sicher, mein Vater wäre nicht erfreut, dass du das vor dem da diskutierst, Pferdemann. Natürlich, ich bespreche das mit deinem Vater. Oh, Pegasus, ich weiß, du hast mich vermisst. Ja, das hast du, du wunderbares Geschöpf. Wenn du nur Flügel hättest. Zeit zu gehen, Leibwächter. Ach so, wir sollen da. Ah. Jetzt reicht es mir. Ich bringe dich nach Hause, Prinzessin Kara. Oh, ihr großen Kerle seid alle gleich. Ihr gönnt mir auch keinen Spaß.
Ich sollte dich hier lassen. Es ist deine Pflicht, mich sicher abzuliefern, oder nicht? Wer würde davon erfahren? Dein Gewissen wüsste es. Sieh da, Leibwächter! Dort hatte ich meine erste Diskussion mit einem Soldaten. Ich bin sicher, er war sehr dankbar. Wir müssen zum Markt und Stoffe kaufen. Ich bringe dich nach Hause, wie es dein Vater wollte. Und nichts anderes. Jetzt reit vor. Weißt du, du machst alle meine Chancen zunichte, dieses perfekte Leinen zu bekommen. Da gibt es Unterschiede? Du bist Hammer. Viel ernster als meine üblichen Leibwächter. Du könntest dich mehr beeilen, Leibwächter. Ich habe einen Namen. Bayek? Ah, du kennst meinen Namen. Ich kann mich an alle ihre Namen erinnern. Wessen Namen? Die der Leibwachen. Ich schicke ihren Familien sogar Geschenke, wenn ich kann. Kara. Kara. Ja? Wenn wir Leinen für dich finden, wärst du glücklich? Wirklich? Natürlich. Danke, Bayek. Diodorus ist im Badehaus. Diodorus ist im Badehaus. Du hast einen wirklich interessanten Blick. Danke. Herrlich. Die große Synagoge habe ich jetzt entdeckt. Wir sind fast da. Endlich. Wow. Oh, was hecht mir noch? Entfalle es mir. Es ist mehr so noch. Aha, endlich. Diese Stoffe sehen gut aus. Oh, das ist aber schwer. Würdest du mir helfen? Bayek! Pegasus! Sie wurde gestohlen! Bleib hier! Geh nicht weg! Was? Alter. Gib den Weg frei. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Hey, was bist du denn für einer? Gott, ist der schnell. Zurückbringen. Erledigt. Oh, ruhig, Mädchen. Ich bring dich zurück. Deine anstrengende Herrin vermisst dich schon. Pegasus, hm? Gefällt mir. Gut für ein Pferd. Du würdest Aya gefallen. Ja, ist ja gut, Mensch. Komm, Bewegung. Geil. So macht er das Laune hier wieder. Papa Pegasus hat gelahmt. Bayek ließ sie versorgen. Er war nur kurz weg. Ah. Ich habe gehört, es gab Ärger, aber meine Prinzessin sagt, du warst der Held des Tages. Kann er für immer mein Leibwächter sein? Bitte, Vater. Wie viel kostet es, ein Magi-Fest anzuheuern? Ich bin nur für kurze Zeit hier. Schade. Dann nimm bitte diese äußerst großzügige Belohnung für deinen Dienst an. Herrlich. Herrlich. So, wir haben da... Oh, hier ist auch noch was. What? Achso, wir haben ja die neue Region entdeckt. Ja, ja, ist in Ordnung. Sorry.
Dann kann ich mich mal hier auf den Weg machen. Ich wollte gerade sagen, warum hat sich das Gebiet gerade wieder vergrößert? Aber wir hatten ja Alexandria verlassen. Und sind dahin gereist. Um ihn zu verfolgen, den Büsendieb da. Komm hier, komm. Oh. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Aha, das ist hier der König. Ach du Scheibenkleister, wo bin ich jetzt gerade hingekommen? Oh Gott. Da ist ein Schatz. Nee, die Schätze, sag mal. Da ist auch einer. Ja, das ist ja, gehört ja hier nicht mehr dazu. Ist denn hier der nächste Schatz, bitteschön? Kann ja nicht nur sein, dass das nur hier ist. Komm her hier. Ist der nächste. Und da muss der dritte ja vielleicht hier irgendwo sein. Da sind haufenweise. Warum haben wir denn den nächsten hier? So, 1, 2, 3. Achso, ich habe schon alle drei gefunden, ich Depp. Gott, peinlich wieder. Hey, was? Sehr schön. Was? Das war's. Stirb! Neue Berichte aus den Provinzen. Kleopatra scheint militärische Unterstützung zu bekommen. Sag es nicht Potinos. Dann wird er bloß wieder unausstehlich. Hallo? Hof nicht Bescheid weiß, wie kann er dann angemessen reagieren? Ist mir egal, ob man angemessen auf die Lage reagiert. Ich will nur, dass Potinos zufrieden ist. Wo sind... Ach, da sind die beiden, die sich unterhalten.
Den habe ich natürlich wieder gar nicht gesehen, ne? Ihn hier. Ich wollte gar nicht so viel meucheln. Ich wollte eigentlich eher nur die Schätze so schnell machen. Oh, jetzt bleibt der da stehen, oder was? Komme ich denn da rein? Guck mal, der entdeckt den noch nicht mal, obwohl ich hier vor ihm stehe, ne? Hey. Da haben wir ihn. Und ihn. Ach, guck mal, den entdeckt er komischerweise, ne? Aber die anderen nicht. Dann die Box. Nur den Schatz da drüben. Hier lang. Hey. Ich verdufte mal.
Wer weiß, ob es hier sicher ist. Muss es nur wieder hier wieder hoch rüberkommen. Das heißt, ich habe diesen... Oh, sehr schön. Das ist ja geil. Dann kann ich mich auf dem Weg nach da machen. Wie viele waren es? 4 oder 5 Leute nur, ne? Oh, ich glaube, ich habe ein neues Hobby gefunden. Versuche alles zu erledigen, ohne dass du entdeckt wirst. Also beziehungsweise töten musst. Wie viel Schaden man nimmt, wenn man da kurz noch nur das bisschen darunter springt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. So. Oh shit. Hey, was? Oh, Alter, ich bin nur abgehauen. Weil dieser Typ da war und dann komme ich auf. Shit. Ich habe natürlich nicht drauf geachtet. Nicht Depp. Sag mal, sind jetzt hier überall hier irgendwelche Leute oder was? So, erstmal hier plündern wieder. Die Gegnerstufe ist wohl hier ein bisschen zu hoch, würde ich sagen, ne? Shit. Shit, shit, shit. Der steht natürlich genau vor dem Schatz. Mäh. Er kommt da auch lang. Das jetzt gerade gefällt mir gerade gar nicht. Und er eiert da hinten rum. Gut. So, wir haben den Point abgeschlossen. Das ist Stufe 20. So, wir haben dann diesen Point, das ist auch Stufe 20. Ich versuche gerade nämlich neue Ziele zu bekommen. Dann wäre das hier Serapis als nächstes. Und er hier ist nämlich auch 20. Ist dann auch nicht so pralle. Was haben wir in der Ausrüstung? Achso, Metallschild. Nahkampf haben wir ein rostiges Schwert einfach. Dann können wir mal die Zwillingsklingen dort. Ne, die Sichelachs lassen wir genau. Ist gerade nicht einfach ein neues Ziel zu finden, so wie ich das will. Oder eben den Plagiator. Wir können ja auch das machen eigentlich.
So, ich muss da hin. Vor allem der Typ hier, ne? Wo wollte ich jetzt hin? Ne, gerade hoch und dann rüber. Dass der da ist, ne? Der ist 6 Stufen über mir. Das heißt, mit anderen Worten, den werde ich nicht irgendwie so einfach so besiegen können. Ne, zweite. Zweite Kreuzung. Das müsste dann da sein. Vor allem bewege ich mich eigentlich auf den drauf zu, ne? Das ist eigentlich auch ein bisschen Nonsens. Da. Mach ich doch. Ayas Haus. Hier gibt es einen Schatz zu plündern. Das ist so viel Blut. Ich erkenne diese Maske. Sie gehört einem von ihnen. Das ist der Mann, der meine Frau töten wollte. Das hat er nun davon. Das ist ja aus Siva. Aya hat es die ganze Zeit behalten. Raubtierbogen haben wir jetzt. Okay, Ausrüstung, da muss ich rein. Jagdbogen, Kriegsbogen, Raubtierbogen. Nehmen wir den. Karte. Da haben wir das erledigt. Jetzt haben wir noch die beiden. Könnte ich mich um das kümmern. Kommt man auch nicht weiter wie raus, ne? So. Ich wollte gerade sagen, das wäre geil, wenn hier so eine Dings drüber gehen würde. Und dann spare ich mir nämlich nicht das Runtergehopsel. Unentdeckt bleiben. Hier ist irgendein Schatz. Ach, da. Hey! Stirb! Hat er gerade mich echt noch angeschossen? Komm her. So, ich will noch unbedingt diesen Schatz hier plündern. So. So, dann haben wir nämlich diesen Ort auch abgeschlossen und dann könnte ich theoretisch hier hin, ne? Ey, ich bin, das ist nicht gesund, ne? Ich bewege mich eigentlich immer mehr auf den Typen drauf zu. Aber das ist die Richtung.
Jo, dann mach ich das mal.